Montreal. Grizzle Dynamics. Es gibt keine Fallschirme! Ich weiß! Normal. Jonah, hörst du mich? Zwei Tage zuvor. Verdammt. Damit herzlich willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Und wie immer geht es richtig gut los. Sind wir wieder und die arme Lara wieder in irgendeiner Situation, die völlig beschissen ist. Man wünscht ihr eigentlich mal, dass ein Spiel im Straßencafé anfängt und sie einfach ein Latte Macchiato schlürft und es geht ihr gut. Das würde ich ihr wünschen. Aber stattdessen klettern und graben wir immer durch die Kloaken der Welt. Immer auf der Suche nach Mysterien. Und uns immer einen Schritt voraus sind Trinity. An. Und auch hier sind sie wieder gewesen. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Das machen wir glatt, aber erstmal haben wir andere Probleme. Das ist ja eine wahnsinnig tolle Idee. Wer würde das nicht machen? So. Ja.
nach oben. So. Und einmal hops. Na los. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. So. Hier geht der Strahl hin und hier ist offenbar auch unser Ziel. Das Ende eines anderen Abenteuers, wie es aussieht, aber der Beginn eines neuen. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Oh, wie schön das aussieht. Und wie scheiße die Bombe platziert war. Oh, wie cool. Ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist?
Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Mm, okay. Mm, okay. Sicher. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Ach, damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Schrei noch lauter. Das muss ich sehen. Doktor! Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Das Warte, finden wir heraus. Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Okay. Sieht cool aus. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Ja. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Okay, wie cool, dass wir hier rumlaufen können. Siehst du das? Suchen wir weiter. Ah. Also hier ist so eine Band irgendwo, da vorne. Suchen wir weiter. Baila, 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 May. Na, kleiner Mann? Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ja, mach doch einfach mal. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Ah, sieht schon sehr cool aus alles hier. Oh, jetzt habe ich hier was Schönes braten. Kann man was essen? Kann man Bier trinken? Können wir irgendwas machen? Nein, natürlich nicht. So, hier geht's in die Küche. Ich glaube, da gehören wir nicht hin. Oh, X. Ressourcenkisten. Oh, alles klar. Wir beklauen erstmal die Einwohner. Domingo hat viel Gutes für die Leute hier getan und wir beklauen die einfach. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Nette Menschen. Guck mal da vorne. Jonah. Er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Unauffällig. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Mega unauffällig. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Ich mag den Jonah. Der ist irgendwie sympathisch. So, kann man nichts zum kaputt machen? Gut. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Boah, wie cool das aussieht alles hier. Verzeihung. Ich würde mich selber hier wahrscheinlich ein bisschen unwohl fühlen und fehl am Platz. Mios Dios. Ich schaue trotzdem mal ein bisschen die Gegend ab, ne? Auch wenn wir nichts finden letzten Endes, sehen wir uns trotzdem ein bisschen um. Und haben Teil an diesem Fest. Oh, ich höre. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Gut, gut. Verzeihung. Ja, muss mal durch. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle.
Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Oh, Entschuldigung. Disculpe, señorita. Mein Fehler. Ja, wollte ich nicht. Hab zugenommen. Hier ist natürlich sehr praktisch alles zugestellt. Da können wir gar nicht durch. Dann gehen wir mal hier. Da vorne latschen die. Herzlich willkommen bei Hitman. Shadow of the Hitman. So, jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Schau da doch nicht so hin, Croft. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Der hat dich erkannt. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ja. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Okay, hier hinten kommen wir lang. Ich hoffe, das ist die Seitengasse. Sieht sehr seitig und sehr gassig aus. Davon. Son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Die Leute mögen ihn anscheinend. Oh, hier ist noch ein bisschen Schnappes. Können wir mitnehmen? Ah, nee, ist Bier. Guten Tag. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Wir gehen schon mal vor. Da ist noch jemand. Guten Tag. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Entschuldigung. Ich mach die Tür zu, wenn ich gehe. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay, die nächste Phase. Ich bin gespannt. So, kommen wir da durch? Ja klar, kommen wir da durch. Das Geraffel nimmt ein bisschen viel Platz weg am Rücken. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Schnauf. Kann die Wache uns sehen? Nee, ne? Wenn ich also schnell hier lang husche. Okay. Überlebensinstinkt. Ah, wir müssen eh lang. Okay. So. Und rüber. Der Bogen. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Oh. Kann man ihm helfen? Komm schon! Mach endlich! Warte! Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht! Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Das ist nicht nötig. Dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Nun gut. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Aber erstmal. Hier ist Commander Rogue.
Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Okay. Erstmal natürlich wieder Kisten häckseln. Und damit noch einmal herzlich willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Jetzt können wir das erste Mal so ein bisschen frei rumlaufen. Vorher wurden wir immer sehr, sehr, sehr stark geführt. Ah, guck mal hier. Auch Bergungsgut ist wieder dabei. Wie in den beiden Vorgängern. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja, ja, ja. Aber vorher natürlich noch alles mitnehmen. Du schaust dir die Ruinen natürlich gleich noch an. So. Oh, natürlich Anadro für Heilung. Die werden wir auch brauchen. Achso, das ist der Busch. Und wie jeder weiß, Blümchen pflücken gehört natürlich dazu. Und jetzt geht's aber auch schon weiter. So. Nanü. Ich kenne diese Figur. Ich auch. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Ja, genau. Oh, und das ist Chuck-Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chuck-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Da unten. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ich muss da runter. So, da bin ich wieder. Sorry, musste ganz kurz weg. Man hat es vielleicht noch gehört. Ich weiß nicht, ob es eine Aufnahme ist. Ah, wie ärgerlich. So. Wir wollen aber trotzdem zum Metallschädel nach unten. Okay, das müsste gehen. Jo. Einmal kurz abseilen. Es tut mir leid, bei Abseilen muss ich immer was anderes denken. Es tut mir wirklich leid. Das Internet hat mich zerstört. So, mal ganz kurz hier nochmal gucken. Oh, wie cool das aussieht. Boah. Aber warum ist bei Tomb Raider eigentlich immer Gewitter irgendwo? Und immer, die Küsten sehen immer so aus, als würde da sofort alle Schiffe zerschellen. Mega gefährlich. Eigentlich war es doch gerade so schön. Ist das hier richtig rum? Hier ist Commander Rook. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Okay, und nochmal abseilen. Da hinten haben wir gerade die Höhle ein bisschen gesehen. Autsch. So, na los. Upsa. So, warte. Da rechts. Gleich sehen wir sie bestimmt. Da kommen wir bestimmt gleich hin. Wir müssen 100 pro in die Höhle. Sieht schon so aus. Oh, das war ja schlau. So. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ich beeile mich ja schon, Lara. Ich mach doch schon so gut ich kann. So. Und abseilen. So. Scheiße. Das ist nicht so gut. Kann man da hinten rüber? Ja. Ich schaff das. Oh! Uiuiui. So, dann hier runter. Schön. Ah, wie schön dieser Wabenfels hier überall ist da. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Das wundert mich nicht, wenn ich ehrlich bin. So, und da ist ein Eingang. Schaff ich das? Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. So, der Dickröhrling. Na, wie schön. Verbessert die Ausdauer. So ein guter alter Dickröhrling. Na los. Das sieht ja... Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Das sieht sehr einladend aus. Das muss der Wind sein. Das ist nichts, das ist nur der Wind. Und wenn Ratten fluchtartig einen Raum verlassen, wir müssen eigentlich den Ratten folgen. So, und ein Wandgemälde, aha. Ja, ach so. Habe ich jetzt gelernt. 11% Darstellung einer Reise der Maya. Und hier nochmal.
Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Okay, damit können wir nichts anfangen, leider. Mit dem Seil ziehen. Mit LTE? Ja gut, das kriegen wir. Ach so. Ah, das ist schon ein bisschen her. So. Na los! Aber ist das auch der Weg? Ich möchte natürlich jetzt nicht falsch laufen. Das Ding haben wir schon untersucht, ne? Das war das von eben. Ja. Dann ist das wohl der Weg. Das hätte ich kommen sehen müssen. Okay, ja gut, dann, Wenn Ratten vor etwas flüchten, würde ich empfehlen, in dieselbe Richtung zu laufen. Aber ich sag's ja nur. Ich glaube, die Lara sieht das anders. Was ist das hier? Okay. Da drüben ist das wieder ein Dickröhrling. Hier war noch irgendwas. So, schwimmen kann man natürlich auch. Wir schauen uns trotzdem mal ein bisschen um. Es ist wirklich sehr düster hier drin. Und da drüben kann man wahrscheinlich... Ah, hier ist auch noch was. Da liegt noch irgendwas und leuchtet. Was ist das? Okay. Einfach gezuppelt. Na dann. So, eine kleine Arschbombe. Gibt es da unten eigentlich auch noch Sachen? Wir müssen da lang. Ja, wir können da unten auch noch Sachen pflücken. So. Das würde ich mitnehmen. Senna. Verbessert die Konzentration. Also wir können es nachher noch schön Drogen machen und so, ne? Das geht alles. Ich würde jetzt aber nochmal nach dem Sammeln ganz kurz auftauchen. So. Einmal ganz kurz wieder durchatmen. Und jetzt geht's runter. So. Das sieht hier alles nicht so gesund aus. Ein Barracuda! Ich weiß es nicht. Da geht's nicht lang. Okay. Ach so. Entschuldigung. Ja. Sah so schön aus, wollte ich gleich nochmal machen. Könnte ich den ganzen Tag machen. So. Hau ab! Gitti. Der kommt doch gleich nochmal wieder, ich weiß genau. Der schlängelt sich ja gleich so. Aber es weiß doch keiner, dass wir da sind. Na los. Na los. Go. Du schaffst es, du schaffst es. Ja. Oi. Hättest mal nicht die Knoppers gegessen, du fette Sau. Entschuldigung. So. Da haben wir ja gleich was. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Das machen wir gleich. Die Fähigkeitspunkte, wie verteile ich die? Ach ja, Nebenmission, keine aktiven Nebenmissionen, Artefakte, Pfad der Sterne, 37%, das ist sehr gut, Überlebensguide. Ach ja, wir müssen ans Lagerfeuer, ne? Feuer können wir können die einfach so einsetzen. Wir müssen erst ans Lagerfeuer und das hier sind die Ruinen. Hier sind wir momentan so ein bisschen unterwegs. Sieht schon ganz schnaffte aus. 200 Goldstücke haben wir.
Habe ich vom Munde abgespart, Freunde. Vom Munde. So, hier ist sonst nichts. Dann gehen wir gleich mal durch. Viel Ausrüstung. Oh, das verstärkte Messer. Okay. Dann müssen wir hier später nochmal wiederkommen. Wenn das hier nicht nach Falle aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ein schönes Lara-Schisch-Kebab. Was ist denn unten eigentlich? Gar nichts, ne? Also können wir uns da abseilen? Geht das? Mal so testweise. Da sind nur Stacheln. Vielleicht sollten wir uns wieder aufseilen. Ich wollte zumindest mal wissen, was da unten ist. Oh, der Maya-Tempel.